Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei meiner YouTube-Videoserie zu den Papillons von Robert Schumann. Letzte Folge haben wir Wald kennengelernt, einen schüchternen jungen Notar, der in Jean Pauls Flegeljahren um das Herz von Wina wirbt. Diese Folge wird es um Wult gehen, seinen galanten und weltläufigen Bruder, der ebenso wie Wald sein Herz an Wina verloren hat. Alle drei werden sie sich auf einem Ball treffen. Aber stopp! Erstmal wollen wir hören, ohne bereits fertige Bilder im Kopf zu haben. Es geht stürmisch rauf und runter. Hin und her in der Nummer 2 der Papillons, in strahlend fröhlichem S-Dur. Wahrscheinlich aufgrund der Kürze hat Schumann ein Da Capo hinzugefügt, damit man es zumindest zweimal hören kann. Ich hatte in der letzten Folge ja meine Zweifel, ob die Nummer 1 den Charakter Walz tatsächlich trifft. Bei der Nummer 2 haben wir es einfacher, denn wenn sich hier nach Majeda der gewitzte Flötenvirtuose Wult vorstellt, ist er tatsächlich ganz gut getroffen. Eine Eigenschaft von ihm, die noch sehr wichtig werden wird, ist auch, dass er ein fabelhafter Tänzer ist. Wir können uns also vorstellen, wie er hier mit seinen Füßen von links nach rechts über die Tanzfläche gleitet und wie schnell er in einem Flötenkonzert das Register wechseln kann. Lesen wir noch die Stelle, die Robert Schumann für dieses Stück in den Flegeljahren markiert hat. Endlich geriet er, da er das hereinströmende Nebenzimmer prüfen wollte, in den wahren, schallenden, brennenden Saal voll wallender Gestalten und Hüte im Zauberrauch hinaus. Welch ein gebärender Nordscheinhimmel voll widereinander fahrender, zickzackiger Gestalten. Das ist schon eher die Form von Entsprechung, die man mit Schwarz auf Weiß benennen würde. Die Nummer 2 ist praktisch vertontes Zickzack. Wir bekommen hier auch so langsam eine Idee von der beinahe überbordenden Sprachgewalt Jean Pauls, die man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Ein hereinströmendes Nebenzimmer scheint ebenso surreal wie ein Saal, der sowohl wahr als auch schallend und brennend ist, voll wallender Gestalten und Hüte im Zauberrauch. Wie in ein Zauberreich versetzt, fragt man sich nicht einmal mehr, was ein gebärender Nordscheinhimmel genau darstellen soll, und lässt sich einfach auf die starke Suggestionskraft dieser Worte ein, die genau wie die Musik stark auf das Unterbewusstsein wirkt. Das muss Robert Schumann an ihr auch so sehr fasziniert haben. Das macht es allerdings nicht gerade einfach zu lesen. Man bekommt bei der Lektüre teilweise gar kein klares Bild zu fassen. Trotzdem nimmt es einen in den Bann, weil intensive Gefühle hier zu ihrem vollen Recht kommen. Zum Abschluss noch einmal die musikalische Version dieses poetischen Zauberreiches. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald zur nächsten Folge.